Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Wer hätte das gedacht? Ich bin heute in Schottland, ich bin heute auf die Insel Islay, Elements of Islay, Peat and Sherry, Islay Blended Malt Scotch Whiskey, exclusive to Germany. 58,2% Alkohol bei Volumen. Schaut mal euch diese kleine, klitzekleine Flasche hier an. Diese klitzekleine Flasche geht momentan für über 100 bis 120 Euro weg in verschiedene Märkte. Ich habe sie für so knapp über unter 90 gekriegt. Ich bin dabei, das hier aufzumachen. Das ist echt schon interessant. So, jo, was soll ich alles hier sagen? Jason kann momentan Torf halbwegs ab. Das ist schon für mich erstaunlich, weil vorher war ich das nicht so gut dabei. Und diese Flasche hier habe ich für Carsten M. bekommen. Ich wollte die Flasche nicht. Carsten sagt, nimm sie. Ich sage, nee, will ich sie nicht. Er sagte, die Leute bei der Flaschenteilung würden sich dafür bedanken. Ich sage, oh, okay, nehme ich. Und ich habe die Flaschenteilung gemacht bei meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Sekunden war sie weg, buchstäblich. Ich weiß nicht, ob es 90 oder 120 oder tatsächlich 45 Sekunden weg war. Ich kam gar nicht hinterher. Ich habe es gepostet, ich bin weggegangen, kam gleich zurück und merkte, ah, schon durch, denn ich habe nur 40 Sales zu verteilen. Fünf gehören mir, fünf habe ich jemand versprochen, mit dem ich einen Livestream machen werde. Also wenn dieses Video rauskommt, ist der Livestream wahrscheinlich schon erfolgt. Da werdet ihr sehen, dass es, wenn Talking Malts war, dann hier mit Andy. Und jo, und da blieb nur noch 40 Sale über, die waren ratzfatz weg. So, Whiskey Base Nummer 146502. Geh mal zu Whiskey Base hin und tipp einfach ein Peat und Sherry. Da werdet ihr was merken. Es gab ein Peat und Sherry für Deutschland. Es gab ein Peat und Sherry für The Whiskey Exchange mit 56,8%. Kostet um die 50 Pfund. Es gab ein Peat and Sherry für Le Mendoza Whisky, also LMDW, Duras Paris, mit 58,5%. Ich hatte nur eine Flasche gefunden für 100 Euro momentan, aber das war schon Secondary Prices. Es gab eine Flasche für Schweden mit 55,3%, kostet 53 Euro. Und es gab eine Flasche aus Belgien, gab es immer noch, zu Zeitpunkt von diesem Videodreh, jetzt hier Anfang März, mit 59,2%, auch für 50, sogar 48 Euro. Ja, und dann ging diese Sache für 80 Euro gleich weg in Deutschland. Warum ist es überall sonst 50 Euro und Deutschland 80 Euro? Es gab überall gleiche Sache wie bei uns. 500 Flaschen. Ja, das war ein einzigen Fass jetzt hier. Okay, das war ein Single Sherry Hogshead. So, Sherry Hogshead heißt 250 Liter, 500 Flaschen durch 0,5 heißt, das Ding war ganz schön voll. Also, ich habe keine Ahnung, wie sie 500 Flaschen aus einer 250 Liter Hogshead rausgekriegt hat, indem das Zeug angeblich dann auch ein paar Angel Share abgegeben hat. Naja, vielleicht kann mir jemand mir das ein bisschen besser erklären. So, eine letzte Sache, dann komme ich jetzt zu Verkosten. Dieses Elements of Islay kommt von meiner Firma namens Elixir Distillers. Ich hasse es, wenn in der Namen einer Firma steht Distillers und die nicht distillieren. Also, Elixir Distillers ist im Grunde nichts anderes als The Whiskey Exchange. Also in London, diese Online-Plattform, wo sie auch schon mittlerweile vier Läden haben. Das ist, ich versuche mal richtig auszusprechen, bestimmt nicht. Sukinder und Ragir Singh. Das war diesen Inder, die haben auch ihre ganz tolle, ich finde das echt super schön gemacht, dieses Kopftuch oben drauf, diese Dings, diesen Turm. Und die haben damals Whiskey Exchange 1999 mitgegründet hier. Da kamen die, es gibt auch eine Single Malt of Scotland, es gibt Port Askiak. Das wurde 2009 da in den Portfolio aufgenommen. Das wurde 2008, Elements of Islay. Und die haben auch die 1920 Blenders Glass. Alles kam dann vom Whiskey Exchange oder im Grunde vom Elixir Distillers. Jo, und die haben einfach verschiedene Fässer mal abgefüllt für verschiedene Länder. Warum Belgien, Schweden und Deutschland was bekommen haben, Deutschland verstehe ich, aber Schweden und Belgien nicht, weil die waren noch vorrätig online. Gut, gut, gut. Ich hätte auch gerne gewusst, was für ein Sherry das ist, aber ich glaube nicht, dass hier uns irgendjemand das sagt hier. Specially selected also auf Englisch, obwohl das für Deutschland ist. Besonders ausgesucht für Kirsch Import.
Diese Blended Isle Malt wurde gereift in ein Single Sherry Hogshead. Diese Verheiratung von Single Malts kombinieren die heavy, schwere, rauchige Stil vom Isle mit der Reichhaltigkeit von diesem Sherry Fass. Das ist eine limitierte Auflage bei 500 Flaschen mit 58,2%. Jo, sehr, sehr gut. Also, wer mich kennt, weiß, ich vergleiche immer wieder etwas. Die Flasche war heiß, heiß, heiß begehrt. Was ich auch gerade gekauft habe hier von The Whiskey Exchange ist diese Bonne Harbin Mooney. Der hat nämlich 57,4%, ist 11 Jahre alt und ist auch gut rauchig und ölig. Und ich dachte, 58, 57, Eile, rauchig, könnte man vielleicht einen Vergleich hier anstreben, zu sehen, wie sie sich auch denn dort so tun. Denn preislich liegen sie ungefähr eher gleich auf, ja? Wenn ich hier meine 120, 130 € dafür bezahle, oder wenn ich hier meine 80 für eine 0,5 Liter Flasche bezahle oder 100 an Secondary Market, kommt ungefähr gleich hin. Wow, das Erste, was auffällt, ist Farbe. Hier dunkel. Das ist das Erste. Deutschland kauft momentan, also habe ich das Gefühl, ständig nur mit den Augen und nicht mit dem Sinnorgan. Also die denken nur mit den Augen, wenn es dunkel ist, muss es lecker sein. Das ist nicht halb so lecker, als halb so dunkel, aber die Flasche kompensiert dafür, ja? Das ist richtig brutal dunkel. Sehr süß-holzlastig hier. Sehr fruchtig. Ah, süß-fruchtig, süß-Holz. Rauch. Hier Honig-süß-Rauch. Honig-süß-holzig-Rauch. Also, es gibt Captain 3D Whiskey Mystery, heißt er jetzt hier. Auch ich mache die beiden, die sind in Kalifornien, haben vorher auch bei Pixar gearbeitet, haben einfach gesagt, wir dokumentieren unsere Reise auch zu Whisky-Experten. Und die haben jede Blind-Verkostung, die verkosten drei Dinge miteinander. Es kann ein Bourbon, kann ein Irish, kann ein Scotch, kann ein Rauchig, kann was auch immer sein. Die holen, ach, hier haben so ein Glücksraten, die suchen die Sachen raus und die machen alles blind und am Ende wird es offenbart. Aber die geben jedem Whisky einen Namen. Deshalb komme ich darauf. Und ich hätte gesagt, das ist hier Honigholzrauch. Oder rauchige Honigholz. Ja, genau. Und das wäre für mich, ich muss einen Moment. Also, ich bin sogar bei Dr. Pepper hier angekommen. Das ist schon krass. Also, eine fruchtige, rauchige Süßholz. Ja, interessant, interessant. Also, der gefällt mir halbwegs. Also, Carsten, vielleicht kennst du mich doch besser, als ich mich kenne. Ich habe gesagt, nee, der wird mir nicht schmecken. Aber er sagt, doch, vielleicht, vielleicht. Boah, der ist echt nett. Okay, Slanche. Der Fass war nass. Kann ich nicht anders erklären. Der Nase versprach arg viel. Mund wurde nicht unbedingt ganz so viel geliefert. Ich krieg rote Lakritz. Also in Amerika haben wir diese Stangen, ja, die haben da Lakritzstangen. Und die roten Teile, das ist das, was ich kriege, ein sehr fruchtige, leicht Lakritz. Also der Lakritz in Amerika ist wie der Bier in Amerika. Deutsches Bier stark, amerikanisches Bier Pipi-Wasser. Europäische Lakritz stark, amerikanische Licorice-Lakritz kaum, ja. Aber ich kriege amerikanische rote Lakritz-Momente. Ich habe Beeren, unheimlich viele Beeren. Eher eine Preiselbeer, auch ein bisschen Holunderbeer. Sehr konzentriert, sehr, sehr, sehr stark. Nicht ein PX, nicht eine Oroloso, also nicht eine Rosine, sonst irgendetwas hier. Eher wie tropische Früchte, ein rote, wie heißen die Tüten nochmal hier? Die Capri-Sonnen. Also wie ein rote Früchte Capri Sonne, ein bisschen rote Grütze ähnlich dabei.
Joa, das ist nicht für mich Whisky-Whisky, das ist für mich eine Art Likör. Also, und ich glaube ganz ehrlich, da war in diesem Fass mehr als 5 Liter rotes Flüssigkeit, hochprozentiges vorher drin, als diese Whisky da reinkam. Also, was sie gemacht haben ist, und da spekuliere ich, aber ich mache meine Verschwörungstheorie zu Ende. Die haben die 250 Liter Hogshead, die haben Whisky von verschiedenen Destillerien, Single Malt Whiskys von verschiedenen Destillerien genommen. Ob eine dann mehr war oder andere, kann ich nicht herausschmecken. Die haben den aufgefüllt, war vorher, dann war diese 5 plus Liter dann von Sherry drin. Die haben es stehen lassen und die haben sie abgefüllt. Und die Frage ist, wie lange haben sie stehen lassen? War es ein Tag? War es 3 Wochen? War es 3 Monate? Ein ganzes Jahr glaube ich nicht. Also, ich glaube, dieses Ding hat einfach mal tatsächlich hier has been matured in a single sherry hogshead. Was man macht, ist, man nennt einfach der letzte Holzen, den es drin war, und alles vorher ist wurscht. Und auch das finde ich hier ein kleines bisschen schlecht. Ich würde mir sowas von gern wünschen, dass auch in der schottische wie auch irische Industrie in Amerika ist es ziemlich Wurst, weil es sowieso in einem Fass nur bleibt. Es sei denn, man macht ein Finishing und dann muss man das nennen. Würde ein bisschen mehr Informationen haben wollen. Ja, also, so, ist es 10 Jahre alt? Ist es 3 Jahre alt? Ist es 4 Jahre? Ist es ein Blend? Wovon ist es denn hergestellt? Und wie lange, wenigstens eine Sache, wie lange war dieses Vermählung in dieses eine Sherry-Fass? Das hätte mich interessiert. Also, liebe Kirsch, Whisky, also, ob das irgendjemand ist, den ich kenne oder nicht, Quinn. Diese Information wäre für mich halbwegs wichtig, denn da zu wissen. Gut, wir gehen hier rüber und vergleichen und gehen wir wieder zurück. Ach, apropos, ich muss hier nennen, der Alkohol ist wunderschön eingebunden. Exzellent. Weil ich weiß, jetzt gleich werde ich hier, Pepper, Pfeffer, Alkohol. Ja, hart. Hier ist es sogar aschig, was er nicht wirklich ist. Aber verglichen mit dieser Süße, was dieser Whisky hat. Deshalb, ich hätte einen eigenen Sherry und Peat nennen müssen, nicht Peat und Sherry. Der Sherry ist überwiegend hier. Wow. Das ist eine sehr, sehr nette Isle Whisky. Das ist eine Hybrid. Aus Sherry und Peat, der eigentlich nicht sein dürfte. Boah, ist er süß. Bonbon. Süß. Lakritz. Also, wenn ich bei einem Likör wäre, was ich nicht bin, dann hätte ich gedacht, Mensch, da hast du noch einen ganzen Sack Zucker da reingeschmissen. Das ist wahnsinnig süß. Boah. Und ich als Amerikaner sage das nicht oft, das ist fast ekelhaft süß. Wow. Ich mache gerne süß, aber manchmal Kipp. Und da bin ich beim Kipp jetzt angekommen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So sorry jetzt hier. Ihr habt alle Informationen von Pete und Sherry, vom Elements of Isle. Ihr merkt, was mich nicht stört, ist der Rauch. Der Rauch ist nicht das Problem. Das Problem ist dieses Süße da drin, diese Zucker-Sirup-Haltigkeit. So, ich gebe denen ein 3 minus minus 4 plus plus. Nee, nicht meins, absolut nicht. Preis-Leistung 5. Also, sorry, nee, so viel Geld für so eine kleine Flasche auszugeben und einfach diesen Zuckerwatte da zu haben, muss nicht sein. Meine Frage des Tages ist, was ist der süßeste Whisky, den ihr jemals im Glas hattet? Also das kommt echt dicht dran, muss ich schon sagen. Ja? Welcher Whisky war wirklich ekelhaft süß? Also richtig übermäßig süß. Ja? Und das ist der. Okay. So, liken, abonnieren, auf meine Sample-Liste schauen. Nicht da, nicht da. Viele sind da. Auf meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe könnt ihr vielleicht kommen. Da sind noch Platz für 255 Leute. Ich muss wieder aufräumen. Ja, jeden Tag 17:30 Uhr meine Videos, jeden Sonntagabend um 21 Uhr meine Livestreams. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei allen meinen Zuschauern, die immer wieder kommentieren, liken und teilen. Bis morgen, Whiskey Jason hier. Tschüss.